Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit MINT-Experimenten. Ich habe heute das Thema Wasser vorbereitet und da gibt es mehrere Möglichkeiten, was man da so alles machen kann und das möchte ich euch zeigen. Ich habe so dies und das aus dem Haushalt zusammengesucht, aber das ist nicht ganz festgelegt, da kann jeder nehmen, was er möchte. Ich habe zum Beispiel Knete, die wir gleich brauchen, ich habe Korken, ich habe verschiedene Gefäße in verschiedenen Größen, ich habe Murmeln und natürlich Wasser. Und ich empfehle für jedes Experiment mit Wasser natürlich immer ein Handtuch vorzuhalten, damit das nicht so eine große Schweinerei gibt. Als erstes möchte ich ausprobieren, welche Gegenstände schwimmen und welche nicht. Und vielleicht auch einfache Ansätze überlegen, warum ein Gegenstand nicht schwimmt. Ich habe hier zum Beispiel eine Murmel. Und da probiere ich jetzt mal aus, ob die schwimmt. Was würdet ihr sagen? Ich würde sagen nein. Und die geht direkt unter die Murmel. Ich hätte aber auch noch einen Korken hier. Und da probieren wir mal aus, ob der schwimmt. Der ist natürlich sehr viel leichter als eine Murmel. Also am Gewicht könnte es auch liegen. Und der Korken schwimmt natürlich. Und ich habe auch noch einen Stein hier. Mal sehen. Würde ich sagen, wie bei der Murmel. Ja, schwimmt auch nicht. Es kommt aber nicht nur auf das Gewicht an, ob ein Gegenstand schwimmt oder nicht. Auch die Form spielt eine wichtige Rolle. Ich habe hier zum Beispiel zwei Teile aus Knete, die gleich schwer sind. Einmal ist es eine Kugel und einmal ist es eine Schale. Und da probieren wir jetzt mal aus, ob eins von den beiden schwimmt oder beide nicht. Das testen wir jetzt. Als erstes probiere ich die Kugel aus und tue die auf das Wasser. Und wie ich mir schon gedacht habe, geht die unter. Und dann probieren wir auch noch mal die Schale aus. Und die Schale schwimmt, obwohl es das gleiche Gewicht ist. Das könnt ihr gerne zu Hause mal ausprobieren, wie man die Schale formen muss, damit die auch schwimmt. Das kann man ja auch zum Beispiel bei großen Schiffen sehen. Die sind ja zum Teil aus Stahl und die schwimmen trotzdem im Wasser. Und da liegt es an der Form, die die Schiffe haben, dass die dann schwimmen können. Als nächstes habe ich hier ein Glas Wasser fast voll vorbereitet und sind schon einige Murmeln drin. Und ich probiere jetzt aus, wie viele Murmeln ich noch reinlegen kann, bevor es überläuft. Es sieht ja jetzt schon sehr, sehr voll aus, aber es läuft immer noch nicht über. Mal gucken, ob noch eine geht. Ist immer noch nicht übergelaufen. Mal gucken. Oh, jetzt schwappt es langsam über. Man kann also noch sehr viele Murmeln reintun, obwohl es schon sehr voll ist. Und das liegt daran, dass Wasser eine gewisse Oberflächenspannung hat. Wenn ihr es zu Hause nachmacht und ausprobiert, dann könnt ihr den Kopf mal so ganz nah an das Glas dran machen und dann sieht man, dass das Wasser so eine Art Berg bildet obendrauf. Also es ist in der Mitte höher als am Rand und das ist die sogenannte Oberflächenspannung. Zum Schluss zeige ich euch noch, wie man aus ganz einfachen Materialien ein kleines Bötchen bauen kann. Und zwar habe ich dafür zwei Korken genommen und die fixiere ich mit so einem Gummi hier und auf der anderen Seite nochmal. So, dann kann man einen Stoffrest nehmen, den man noch zu Hause hat und daraus ein Segel schneiden, so wie ich. Und da braucht man noch einen Zahnstocher und dann machen wir das Segel an den Zahnstocher dran. So, so. Dann kommt das Segel ins Bötchen. Und jetzt können wir ausprobieren, ob unser Bötchen schwimmt. So. Und unser Bötchen schwimmt. So, das war unser Video zum Thema Wasser. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr zu Hause die Sachen einfach mal ausprobieren würdet. Und außerdem hoffe ich, dass wir uns ganz bald alle wiedersehen.